Eigentlich wollte ich gar kein Video über Donald Gennaro machen. Der Grund dafür ist ganz einfach der, naja, wir fragen uns ja im Endeffekt in diesem Videoformat, wie hätte Figur A oder B eben Vorfall A oder B überleben können? Und bei Donald Gennaro ist es halt so ein Ding, dass ich sagen muss, allein aus filmischer Sicht hätte diese Figur gar nicht überleben können. Also er war von Steven Spielberg von Anfang an dazu verdammt zu sterben. Jetzt mal abgesehen davon, was mit ihm im Buch passiert, wir lassen das Buch mal wirklich jetzt hier beiseite. Donald Gennaro war einfach von Steven Spielberg wirklich dazu auserkoren, diesen Tod zu finden. Diese Figur war irgendwo nicht gerade charismatisch. Ich meine, ich mochte ihn aus irgendeinem Grund. Das kann aber einfach daran liegen, dass er den wahrscheinlich lustigsten und mit ikonischsten Tod oder einen der ikonischsten Tode der gesamten Jurassic-Reihe bekommen hat. Aber Gennaro war einfach von Anfang an irgendwie ein Trottel. Und zwar so ein Trottel, der auf der Seite steht, wo man sich denkt, so, nee, Mann. Also so ein Trottel, der einfach Kinder im Stich lässt, obwohl er sie eigentlich beschützen sollte. So eine Art von Trottel, über den reden wir jetzt. Gennaro sprach von Anfang an davon, dass der Jurassic Park ihm und John Hammond, also er sprach ja immer in der Mehrzahl, dieser Park wird uns ein Vermögen bringen. Dann machen wir eben einen Tag mit reduzierten Preisen und sowas. Gennaro wollte diesen Park von Anfang an monetarisieren. Ja, so etwas nennt man einen strukturellen Aufbau einer Figur und ja, Steven Spielberg hat sich eben genau an diesem Handwerk vergriffen, beziehungsweise dieses Handwerk nahezu perfekt umgesetzt. Wer in diesem Moment noch nicht wusste, dass Donald Gennaro wahrscheinlich nicht so ein gutes Ende bekommen sollte, der hat da vielleicht nicht ganz aufgepasst. Vollkommen egal, wir beschäftigen uns aber jetzt hier wirklich noch einmal mit der Frage, wie hätte diese Figur abseits vom filmischen überleben können? Also wie hätte Donald Gennaro den Vorfall in Jurassic Park 1 rein logisch und realistisch auf das Universum gemünzt überleben können? Ich habe mir da den ein oder anderen Gedanken drüber gemacht und bin wie immer auch auf deine Meinung gespannt. Schreib mir deine Meinung am Ende des Videos auf jeden Fall in die Kommentare. Und damit würde ich sagen, legen wir los und besprechen das Thema. Viel Spaß mit dem Video. Ich glaube, in diesem Fall müssen wir auch gar nicht mehr besprechen, was jetzt wirklich passiert ist. Donald Gennaro wurde zusammen mit Ellie Sattler, Ian Malcolm und Alan Grant auf die Isla Nublar gebracht. Die anderen drei Figuren, die ich eben gerade erwähnt hatte, die waren mit dabei eben für ihre Expertisen, weil die den Park quasi absegnen sollten, eben auch für die Investoren, da ja mehrere Vorfälle schon passiert sind und die Investoren deswegen ein bisschen ängstlich gewesen sind, was ihre finanzielle Unterstützung angeht. Beziehungsweise was ihre Gelder angehen, die eben in diesen Park reinfließen. Aus diesem Grund sollten eben Alan Grant und Co. den Park absegnen. Mit dabei war logischerweise auch der Anwalt von John Hammond und von Ingen, eben hier in Form von Donald Gennaro, der das Ganze, naja, auch mit absegnen sollte. Im Endeffekt wollte er aber einfach nur einen Blick darauf werfen, auf die Faszination hinter dem Ganzen. Er wollte einfach nur sicher gehen, dass hier alles mit Recht zugeht und eben, dass der Park auch wirklich das versprochene Geld einspielt. Gennaro ist unter anderem auch die einzige Figur bei dem Diner-Gespräch, bei dem für mich besten Gespräch im gesamten Jurassic-Universum, bei dem es eben darum geht, okay, warum ist es cool, Dinosaurier zu erschaffen und warum eventuell nicht? Da ist Donald Gennaro auf jeden Fall die einzige Figur, die eben sagt, naja, das ist cool, aber die Argumentation, warum es cool ist, Saurier zu erschaffen, ist natürlich wieder einmal. Kurz darauf befinden sich unsere Helden oder unsere Hauptfiguren samt Donald Gennaro am T-Rex-Gehege. Dennis Nedry klaut parallel dazu gerade die Embryos. Der Strom fällt aus, Sicherheitssysteme werden runtergefahren und der T-Rex bricht aus. Donald Gennaro, der einzige Erwachsene in dem Fahrzeug zusammen mit Lex und Tim, entscheidet sich einfach kurz darauf, naja, wegzurennen und die Kinder alleine zu lassen. Er ist also quasi der Anti-Eddie im Endeffekt. Ja, wenn wir uns mal Eddie Carr aus The Lost World angucken, und zu dem kommen wir auch noch hier in diesem Videoformat, Eddie Carr hat alles dafür getan, seine Freunde zu retten, aber er kannte Ian Malcolm ja nicht mal wirklich. Also Eddie Carr hat alles getan, um ihm nahezu fremde Menschen vor zwei Tyrannosaurus Rexen bzw. vor der Klippe, in die die Helden eben fast gestürzt wären, zu retten. Eddie hat das Ganze mit seinem Tod bezahlt, hatte aber dadurch eben einen Heldenmoment. Donald Gennaro, naja,
Eher weniger. Ich meine, der Kerl lässt eben einfach Kinder im Stich, versteckt sich auf dem Klo und wird dann eben gefressen, als er auf der Schüssel sitzt. Also stellen wir uns jetzt die Frage, wie hätte diese Figur diesen Moment überleben können? Und da müsste man leider, also was heißt leider, man müsste da auf jeden Fall an Donald Gennaros Charakterzügen so ein bisschen schrauben. In den vorhergegangenen Videos hatten wir zum Beispiel Figuren wie Robert Muldoon besprochen, der einfach nur, naja, der hat halt einen Fehler gemacht, der wusste nicht, wie Velociraptoren jagen, deswegen ist er eben gestorben. Auch Dennis Nedry hat einfach einen kleinen Fehler gemacht. Donald Gennaro ist halt vom Charakter her einfach so gepolt, dass er hätte früher oder später in diesem Szenario irgendwie sterben müssen. Deswegen müssen wir den Charakter mal so ein bisschen zurückschrauben und einfach mal überlegen, was wäre denn, wenn Donald Gennaro eben, naja, vielleicht ein bisschen besonnener gewesen wäre. Denn das wäre vielleicht auch schon die Antwort auf die Frage gewesen, wie er das Ganze hätte überleben können. Viele von euch werden jetzt sagen, ey, der hätte auch einfach wegrennen können. Ja, er hätte natürlich auch einfach nicht aufs Klo rennen, sondern irgendwie weiter in den Dschungel reinrennen können. Allerdings glaube ich nicht, dass Gennaro sich da wirklich hätte orientiert. In der bloßen Panik, die ausgebrochen ist, wäre er wahrscheinlich auch nicht auf die Idee gekommen, sich an den Schienen zu orientieren, auf denen ja auch die Fahrzeuge fahren, und wäre deswegen irgendwo auf der Isla Nublar verschollen gewesen und wäre dann halt einem anderen Dinosaurier zum Opfer gefallen. Spätestens dann, wenn unsere Helden die Insel wieder verlassen hätten, wäre Gennaro also alleine unterwegs gewesen. Hätte Gennaro allerdings die glorreiche Idee gehabt, die Kinder immer noch im Stich zu lassen, sich aber an den Schienen am Boden zu orientieren und wäre irgendwie zurück zum Besucherzentrum gekommen, hätte er es da vielleicht überleben können, wenn ihn eben nicht vorher irgendwelche Dinosaurier über den Weg gelaufen wären und ihn trotzdem gefressen hätten. Ganz klar, Gennaro hätte auch einfach im Auto bleiben können und eben Lex und Tim beschützen können. Aber auch hier muss ich sagen, das wäre natürlich das, was ein erwachsener Mann irgendwie machen sollte, die Kinder zu beschützen, vollkommen klar. Aber ich glaube, dass auch dieser Vorfall dann Gennaro letztendlich umgebracht hätte. Ich meine, die Art und Weise, wie Lex und Tim aus dem Auto rauskommen, das ist ja alles, es war schon sehr viel Glück mit dabei, das kann man schon mal sagen. Gennaro hätte da genauso mit Glück wieder rauskommen können, vollkommen klar. Aber ich sage euch jetzt etwas, das vielleicht einige von euch gar nicht so gern hören wollen. Der Grund, oder zumindest der Auslöser dafür, dass Gennaro gestorben ist, ist nicht Gennaro selbst gewesen. Es ist nicht Dr. Alan Grant, es ist nicht Lex, es ist nicht Tim, es ist einfach nicht John Hammond. Nein, der Auslöser, warum Donald Gennaro sein Leben lassen musste, ist niemand anderes als der beliebte Chaos-Theoretiker Ian Malcolm. Ich meine, was zum Teufel hat diesen Mann denn geritten? Wirklich in diesem Augenblick, in dem Grant ja die Situation mehr oder weniger unter Kontrolle hatte, dann aus dem Auto auszusteigen und die Kontrolle komplett über den Haufen zu werfen. Alan Grant erwähnt Malcolm gegenüber sogar noch kurz zuvor, Achtung, die T-Rexe oder der T-Rex reagiert nur auf Bewegungen. Was macht Ian Malcolm also? Er lenkt den T-Rex mit einer Feuerfackel ab und rennt dann weiter, also bewegt sich halt und rennt genau auf das Klo von Donald Gennaro zu. Das Ganze hätte zum einen auch Ian Malcolm beinahe das Leben gekostet, hat aber dann de facto im Universum von Jurassic Donald Gennaro das Leben gekostet. Das heißt ja, in diesem Szenario jetzt hier haben wir auch wieder verschiedene Antworten, wie Gennaro das Szenario hätte überleben können. Zum einen hätte er, wenn er die Kinder im Stich gelassen hätte, sich an den Schienen orientieren können und eben versuchen können, das Besucherzentrum zu erreichen. Zum anderen hätte er aber einfach auch im Auto bleiben können. Da weiß man allerdings nicht, wie das Ganze ausgegangen wäre. Ich gehe davon aus, dass Gennaro, wäre er im Auto geblieben, früher oder später auch die Nerven verloren hätte und dann auch gestorben wäre. Wie er aber definitiv hätte diesen Vorfall überleben können, korrigiert mich, wenn ihr das anders seht, das wäre der Moment gewesen, in dem Ian Malcolm aus dem Auto ausgestiegen ist. Hätte Alan Grant den T-Rex einfach im Alleingang mit der Fackel abgelenkt, wo er die Fackel wegwirft, der T-Rex läuft der Fackel hinterher und Ian Malcolm wäre gar nicht erst aus dem Auto ausgestiegen, wäre dieser ganze Triggerpoint überhaupt nicht aktiviert worden. Hätte Ian Malcolm sich einfach an dem orientiert, was Dr. Alan Grant ihm gesagt hätte, wäre Donald Gennaro noch am Leben. Lustigerweise haben wir jetzt hier wieder Grant so als Mittelpunkt. Ich meine, Robert Muldoon ähnlich. Hätte Robert Muldoon mehr Zeit mit Alan Grant verbracht, hätte er das Ganze wahrscheinlich auch überlebt. Warum das so gewesen wäre, das Video habe ich dir mal hier oben verlinkt. Da haben wir auch schon drüber gesprochen. So hätte Robert Muldoon das Ganze überleben können. In diesem Szenario bin ich mir aber einfach sicher, dass Ian Malcolm leider mitunter der Schuldpunkt, wenn man das so nennen kann, gewesen ist, warum Donald Gennaro gestorben ist. Jetzt bin ich wie immer auf deine Meinung gespannt. Wie siehst du das Ganze? Hast du vielleicht noch andere Ideen, wie der Charakter das Ganze hätte überleben können? Schreib es mir auf jeden Fall in die Kommentare. In diesem Sinne bin ich erstmal raus für heute mit dem Video. Ich wünsche euch was, bis zum nächsten Mal. Ciao.